Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 4 Jahre Sportpolitik im Bundestag gehen mit der heutigen Sitzung zu Ende. Ihre Große Koalition verhinderte 4 Jahre lang, dass der Sportausschuss öffentlich tagt, als wären wir in einer geheimen Mission. Und hier reichen eben wohlmeinende Worte nicht aus, liebe Michaela Engelmeier. Nach 2 Jahren Verhandlungen mit dem DOSB hinter verschlossenen Türen haben Sie kurz vor Ende der Legislaturperiode uns ein Konzept dafür vorgelegt. Ziel Ihrer Reform sind deutlich mehr Medaillen. Sie wollen einen besseren Return of Investments, als wäre der Sport Teil der Marktwirtschaft, der Staat, der Investor, die Athletinnen und Athleten, die Medaillenproduzenten. Wir sagen, das ist der falsche Ansatz. BMI und DOSB loben sich ja sehr gerne immer gegenseitig dafür, wie stark die Zustimmung des Sports zum neuen Konzept ausfällt. Was Sie dabei allerdings auch unterschlagen, ist, dass das BMI für die Zustimmung offenbar am Bundestag vorbei Geld in Aussicht gestellt hat, und zwar in Höhe von 39 Millionen Euro. Diese Information habe ich nicht vom Sportausschuss des Bundestages oder vom Bundestag. Das wissen wir nur über die gegenseitigen Vorwürfe aus der Presse. Intransparenz lässt grüßen, und mit Intransparenz macht man keine Politik. Eine öffentliche Debatte über den Spitzensport in Deutschland hat es bisher leider nicht gegeben. Das bestehende Spitzensportsystem wird mit Ihrer Reform nicht hinterfragt, nicht kritisiert oder gar verändert, sondern nur zementiert. Potas-Kommission hin, Attribute her. Ich frage mich, wie unsere Athletinnen und Athleten im Wettkampf mit Ländern wie Russland und China, deren Haltung zum Doping mehr als fragwürdig ist. Ich sage nur Staatsdoping in Russland. Ich frage mich, wie unsere Athletinnen sauber bleiben sollen, aber dennoch ein Drittel mehr Medaillen als diese Länder erreichen wollen. Darin liegt die Krux ihrer Reform. Deutschland muss einen anderen Weg gehen und Vorbild sein. Wir müssen uns um bessere Perspektiven für Athletinnen und Athleten kümmern und nicht nur nach 4 Jahren, liebe Michaela, das einfach hier im Bundestag sagen, sondern kümmern und tun. Handeln ist die oberste Prämisse. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung von Trainerinnen und Trainern. Die müssen im Mittelpunkt stehen mit den Athletinnen. Wir sagen, Spitzensport und Breitensport gehören zusammen. Ihre Priorität sind lediglich mehr Medaillen, und das ist falsch. Wir brauchen mehr Prävention, bessere internationale Zusammenarbeit, Good Governance, klare Konsequenzen und eine unabhängige Anti-Doping-Arbeit. Die Stärkung der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA sowie der nationalen NADAS gehört dazu. Wir brauchen zudem ein wirksames Whistleblower-System gegen Doping, aber auch gegen Spielmanipulation. Wir meinen, die Sportverbände müssen sich endlich von ihren eingerosteten Strukturen und ihren korrupten Funktionären verabschieden. Auch der WM-Skandal 2006 ist immer noch nicht vollständig aufgeklärt. Dass hier überhaupt parlamentarisch darüber diskutiert worden ist, mussten wir als Opposition hart erkämpfen. Auch hier hat sich die GroKo, obwohl alles öffentlich diskutiert worden ist, vor der Öffentlichkeit gedrückt und den Sportausschuss in dieser Frage immer wieder geheimtagen lassen. Ich frage mich, warum? Und auf der anderen Seite, Herr Schröder, Sie haben ein Stichwort bemüht, Sportgroßveranstaltung, auch dazu am Ende ganz kurz. Die Bürgerinnen und Bürger in München und Habenburg haben Olympia eine Absage erteilt. Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Was machen Sie damit? Dabei ist doch klar, eine Reform ist auch hier bitter notwendig. Es braucht Naturschutz, Bürger- und Menschenrechtsstandards als Voraussetzung für die Vergabe von Olympia- und Weltmeisterschaften. Wir sagen Bürgerbeteiligung von Anfang an, keine Knebelverträge und keine exorbitanten Kosten. Unseren Antrag dazu haben Sie 3 Jahre im Ausschuss schmoren lassen und dann abgelehnt. Summa summarum,
Vier Jahre sind vergangen und fast nichts hat sich bewegt. Man kann mit anderen Worten sagen, außer Placebo nichts so gewesen. Und das verdient Sportdeutschland nicht. Als nächste Rednerin hat Gudrun Zöllner für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.